Möchtest du wissen, wie Manifestation in unseren Zeiten wirklich funktioniert? Dann lade ich dich ganz herzlich zu diesem Video ein. Manifestation ist etwas, das gerade jetzt in den Zeiten des Wandels, in den Zeiten des Aufstiegs wichtiger geworden ist denn je. Denn wegen der vielen Energie, die kosmisch und auch durch unser aller Dazutun auf dieser Erde ist, funktioniert Manifestation deutlich schneller als noch vor wenigen Jahren. Wir alle tragen unseren Teil dazu bei, dass die Welt so ist, wie sie ist, und zwar mit allen Konsequenzen, mit den schönen und den weniger schönen. Und auch das ist immer nur eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich hatte schon einige Videos zum Thema Manifestation gemacht. Das Wichtigste verlinke ich mal hier oben. Und in diesem Video möchte ich dir neben meinen vielen Tipps und Erfahrungen in Bezug auf Manifestation ein neues Sternentor vorstellen. Meine Sternentorbilder sind für mich als spirituelle Künstlerin der wichtigste Ausdruck, den ich im Moment seit 2006 in die Welt bringen kann. Ich empfange Energie in Form von Visionen und Botschaften, die ich ja, als Bilder und auch als Worte wahrnehme und setze sie dann in Bilder um. Diese Sternentorbilder sind für mich der tiefste Ausdruck unseres göttlichen Seins. Sie sind der Ausdruck dessen, was wir hier als Mensch mit einer Seele und mit unserem Bewusstsein in diesem wundervollen Spiel des Lebens kreieren können. Jedes Sternentor hat einen eigenen Ausdruck, eigene Farben und vor allen Dingen eben eine eigene Botschaft. Es gibt unendlich viele verschiedene Facetten des Lebens auf der Erde und ich habe den Auftrag, diese Facetten sichtbar zu machen, wie jeder Künstler, jede Künstlerin es auf ihre Art und Weise macht, denn alle Künstlerinnen und Künstler sind ja im Endeffekt Kreative. Und Kreative schöpfen aus dem Umfeld, nehmen Impulse, Inspirationen, Eindrücke wahr und setzen sie dann mit ihrem eigenen Talent, ihrer eigenen Gabe um. Und im Endeffekt ist jeder Mensch ein Künstler. Das hat schon Andy Warhol letztes Jahrhundert gesagt. Wir alle haben unseren eigenen Ausdruck, unsere eigene Form der Manifestation. Denn Kreativität ist ja nichts anderes als etwas mit den Händen, Manus, die Hand, Mani, die Hände, zu erschaffen. Also, die einen erschaffen Worte, die anderen Bilder, die anderen Musik, wieder andere tanzen. Und so hat jeder Mensch seine eigene Form der Manifestation. Wie immer in meinen Sternentor-Videos, in meinen Motivationsvideos, die ich zusammen mit meinen Bildern aufnehme, möchte ich dir nachher die Botschaft vorlesen des Bildes und ich werde nachher auch mal mit der Kamera an das Bild heranzoomen und dir die Details zeigen, wobei dieses Bild, anders als viele andere Sterntore, relativ schlicht ist und das liebe ich so sehr. Ich hatte vorher das Sternentor der Regenbogen-Lichtkraft gemalt, das verlinke ich auch mal hier oben und alles Wichtige natürlich unten begleitend zu diesem Video in der Videobeschreibung. Und das Sterntor der Regenbogen-Lichtkraft ist eine Explosion aus Farbe, aus Licht, aus Details. Und da war es für mich auch als Künstlerin sehr entspannend, dann dieses Bild zu malen. Es entstand schon vor einigen Wochen, eigentlich schon kurz vor meinem Umzug. Und das ist auch für mich jetzt das Beispiel, wie man manifestiert. Ich möchte es anhand meines eigenen Lebens nach der Botschaft auch noch erklären, wie ich manifestiere, damit du vielleicht einen Eindruck bekommst, wie du selbst dann manifestieren kannst. Jetzt aber erstmal die Botschaft des Sternentores der Manifestation. Die Botschaft ist hier niedergeschrieben in diesen Lichtkraft-Symbolen, so nenne ich diese Symbole, die ich eben
schon seit 2006 mit den Sternentoren empfange. Ich male sie mittlerweile auch in persönliche Bilder. Ich male auch persönliche Sternentore und auch Engel-Heiler-Bilder, wo ich diese Lichtsprache tatsächlich verwende, um das, was ich dann während des Malens empfange, in das Bild hinein zu manifestieren. Und ich lade dich jetzt ein, du kannst, wenn es dir möglich ist, die Augen schließen, damit du die Botschaft wirklich ganz tief in deinem Herzen fühlen kannst, was Manifestation in diesen Zeiten für uns Menschen bedeuten kann. Manifestation ist der Ausdruck purer Schöpferkraft. Jeder Gedanke manifestiert. Jedes Gefühl, jedes Wort, jede Handlung. Immer. Denn du bist der Ausdruck des Göttlichen, das in Form eines Menschen erschafft. In jedem Moment. Dein Bewusstsein formt Leben, Taten und Ereignisse. Je bewusster du dir selbst bist, desto besser kannst du deine göttliche Energie lenken. Und desto klarer kannst du formen. Ein reines Herz formt mit Liebe und Freude. Ein offener Geist formt mit Weisheit und Mitgefühl. Du bist der Wandel, die Urkraft, das Vergängliche und Unsterbliche zugleich. Gestalte und erschaffe dir das Leben, das du dir wünschst. Das ist der Plan für dein Sein auf Erden. Du kannst die Botschaft wie immer auch in meiner Galerie ganz in Ruhe nachlesen. Das verlinke ich unten. Und es gibt wie immer auch verschiedene Möglichkeiten, wenn das Original einen anderen Weg findet, dieses Bild auch als Druck zu bekommen, ob auf Leinwand, Glas, Papier oder sogar auf Kleidung. Denn für mich ist es wichtig, und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren als spirituelle Künstlerin, dass diese kraftvollen Energien wirklich in die Welt kommen. Das ist meine Berufung, meine Lebensaufgabe. Manifestation ist der Ausdruck unserer pursten Schöpferkraft. Was bedeutet das? Ich möchte, wie ich eingangs sagte, mich als Beispiel nehmen. Man sagte mir damals, als Künstlerin verdient man kein Geld, mach was Anständiges. Ich habe es als Grafikerin versucht, habe einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet, kann deshalb auch heute sehr vieles selber machen, was meinen öffentlichen Auftritt betrifft, meine Werbung, meine Webseite und alles. Das ist sehr, sehr schön. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Doch das Malen und auch das Schreiben, zum Beispiel von Büchern, ich habe schon 11 Bücher geschrieben, ist für mich mein wirklich tiefster Ausdruck. Auch diese Videos aufzunehmen, ist der Ausdruck meines Seins für dich, für die Welt. Ich habe 30 Jahre versucht, mich anzupassen an diesen alten Glaubenssatz. Zum Thema Glaubenssätze habe ich ja auch schon sehr viel Videos gemacht. Und es hat mich krank gemacht. Es hat mich innerlich aufgefressen, weil ich Künstlerin bin. Ich muss diesen Ausdruck leben. Ich sage ganz gern, ich bin so ein Duracell-Häschen. Ich habe unendlich viel Energie. Ich bin ein Perpetuum mobile. Ich habe selten Zeiten, wo ich mich ausgelaugt und müde fühle, weil ich mich auch immer weiter ausdehne in meiner Energie und mich dann immer an die Grenzen herantaste. Und je mehr ich in diese Urkraft komme, die ich bin, die man mit vielen Mitteln unterdrückt hat, die ich habe unterdrücken lassen, eingangs meines Lebens, je mehr ich diese Kraft ausdehne, desto mehr kann ich tun und erschaffen. Und das ist das Allerallerschönste für mich, etwas zu erschaffen. Ob das Bilder sind, Bücher sind, Schmuck ist, was auch immer, es muss einfach raus. Und ich werde irgendwann auch meine eigene Kleidungskollektion haben. Auch wenn ich von anderen Menschen gerne schöne Dinge trage, aber ich habe so viele Ideen im Kopf und die wollen raus. Es ist einfach mein Lebensziel in diesem Leben. Ich habe mich über das Lebensziel
diese Glaubenssätze meiner Familie hinweg in mein Lebensziel bewegt. Ich habe mich neu erschaffen mit 31 Jahren und bin jetzt seit 20 Jahren auf meinem echten, puren, kraftvollen Lebensweg, in dem ich das tue, was ich wirklich tun will. Das ist für mich der stärkste Beweis, dass Manifestation wirklich funktioniert. Ein anderer, einfacherer Beweis ist, ich bin mit meinem Ex-Mann damals ausgewandert. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mal Deutschland verlasse. Ich bin ein totales Sonnenkind und ich brauche die Sonne. Und Siranus hat damals gesagt, er wollte unbedingt in der Sonne leben und arbeiten. Und dann habe ich gesagt, super, lass uns das zusammen machen. Wir sind nach Ibiza gegangen und dann haben wir uns getrennt, weil die Zeit als Paar, als Ehepaar miteinander vorbei war. Jetzt sind wir beste Freunde. Auch das ist eine schöne Manifestation, dass wir beide sehr glücklich miteinander sind. Wir lieben uns weiterhin. Wir sind nun nicht mehr ein enges Liebespaar, sondern wir sind beste Freunde. Auch das war etwas, das wir uns sehr, sehr gewünscht haben. Und wir haben viel dafür getan, dass es heute so ist. Diejenigen, die mich schon länger kennen, haben das ja mitverfolgt. Eine Trennung ist nie schön, aber man kann dann entscheiden, macht man einen Rosenkrieg und zersplittert sich oder sagt man, hey, wir haben uns mal geliebt und wir können uns auch weiter lieben, nur auf eine andere Art und Weise. Auch das ist für mich eine wunderschöne Manifestation. Die neueste Manifestation ist mein neues kleines Paradies, in dem ich leben darf. Ich bin nach der Trennung von Siranus auf Mallorca angekommen, weil hier eine Wohnung war. Ich hätte beinahe wieder den Schritt nach Deutschland gemacht, weil ich wirklich nichts mehr hatte nach der Trennung, was nicht an Siranus lag, sondern an dem Leben selbst, das wir zusammen erschaffen haben. Und ich hatte das Glück, hier eben dann auf Mallorca etwas zu finden, das nicht unbedingt meinem Lebensstil und meiner Freude entsprach, aber es war für diese Zeit, für die ersten 4 Jahre auf Mallorca, offensichtlich genau das Richtige. Es hat mich richtig trainiert, mehr in meiner Mitte zu sein, die Umwelt auszublenden und wirklich ganz tief mein Energiefeld um mich herum zu manifestieren. Genau das, was hier im Bild dargestellt wird. Dieser Mensch, ausnahmsweise mal ein männlicher Vertreter unserer Spezies, ich male sehr oft Frauen, das liegt mir natürlich auch als Frau sehr, aber ich liebe beides, ich liebe Menschen einfach und ich male sie auch sehr, sehr gerne. Und dieses Bild hat sich halt so gezeigt in mir. Und dieser junge Mann sitzt eben in seiner Energieblase. Das bedeutet nicht, dass wir uns abschirmen, dass wir etwas verdrängen. Das sage ich ganz oft in meinen Videos. Es geht in unserem Leben niemals um Verdrängung, sondern es geht darum, aus tiefster Urkraft, aus unserer tiefsten Urquelle in uns, unsere Energie auszudehnen. Wir nehmen sie auf. Ich mache jetzt in den nächsten Tagen auch ein Video zum Thema Energie entladen, was nicht zu uns gehört, und wieder aufzuladen, damit wir kraftvoll sind. Also wir können Energie aufnehmen aus unserer Umwelt, aus dem Kosmos, aus der Urquelle und dehnen sie dann um uns herum aus. Und machen dann um uns herum eine leuchtende, kraftvolle Energieblase. Sie hat eine transparente Hülle. Wir sehen alles, wir können auch alles fühlen, doch wir können diese natürliche Grenze setzen und sagen, das Gute, Wahre und Schöne kommt in diese Blase hinein und alles andere, was eben nicht zu uns gehört, was wir nicht mehr brauchen, bleibt außerhalb dieser Hülle. Das ist natürliche, sinnvolle und lebensnotwendige Abgrenzung, gerade für die feinsensiblen und auch hochsensiblen Menschen. Wir brauchen diese natürliche Hülle um uns herum, den innersten heiligen Raum, der uns nährt und stärkt. Videos dazu verlinke ich unten. Wenn dich das interessiert, schau sie dir an, wenn du das Gefühl hast, du brauchst diese Kraftquelle, diese Ruhe und Stille um dich herum. Dann kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist möglich, das zu kreieren. Ich habe also die ersten 4 Jahre sehr, sehr viel gelernt und dann kam der nächste Schritt.
Ich habe gemerkt, ich war in einem kleinen Dorf hier auf Mallorca, das sehr rummelig ist. Es wohnen sehr viele Einheimische dort. Es ist also nicht nur ein Touri-Dorf, sondern es ist ein ganz natürlich gewachsenes Dorf, Port Andratx, das dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte zu einem Schickimicki-Dorf wurde, mit sehr, sehr vielen reichen Menschen, sehr vielen Millionären. Man nennt es auch die Millionärshügel. Ich habe mich so total unwohl gefühlt. Aber dieses Dorf hat mir die Kraft gegeben, mich abzugrenzen. Es hat mir auch die Fülle geschenkt, denn ich habe gemerkt, ich habe Fülle abgelehnt. Reiche Menschen sind böse und. Also all diese vielen Mangelglaubenssätze. Und die habe ich transformiert und habe mir dort eine ganz, ganz eigene Kraft der Fülle erschaffen, einen eigenen inneren Frieden. Ich habe mir dort in einem wunderschönen, hoch ummauerten Garten mein kleines Paradies inmitten des Dorfes erschaffen. Menschen, die mich besucht haben, kamen in den Garten und haben gemerkt, wow, was für eine Ruhe ist hier. Obwohl draußen permanenter Baulärm, permanentes Autogetöse war, aber dort war ein ganz tiefer Frieden. Und während ich dort war, habe ich manifestiert, wo ich dann hin möchte, was wirklich mein tiefster, tiefster Wunsch ist. Letztes Jahr ging es als Jahresenergie darum, unsere wahren Wünsche zu finden. Und das habe ich ganz intensiv genutzt. Die Qualität des letzten Jahres. Es gab eine Jahresbotschaft, wie immer. Ich mache immer Jahressternentorbilder, empfange sie, manifestiere sie. Und für dieses Jahr ist es das Sternentor der Wahrhaftigkeit. Das ist auch wieder etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges. Das verlinke ich auch mal hier oben und natürlich auch unten. Also letztes Jahr habe ich mir überlegt, was will ich wirklich an Umgebung, an Haus, an Lebensraum? Und das habe ich ganz intensiv manifestiert, indem ich mich hineinbegeben habe. Ich habe mir ein inneres Bild kreiert in meinen Meditationen und bin durch mein inneres Bild gewandelt. Durch diesen Garten, bin durch das Haus gegangen. Was brauche ich an Räumen? Wie viel Platz brauche ich für mein Leben und auch für mein Arbeiten? Als Künstlerin braucht man eben etwas mehr Raum, als wenn ich zum Beispiel nur schreiben würde oder nur Videos aufnehmen würde. Das könnte ich auch in einer kleinen Wohnung machen. Aber als Malerin, gerade so großer Bilder, brauche ich eben viel Platz. Und dann habe ich mir das kreiert. Ich will Selbstversorgerin sein. Wie groß muss mein Garten sein? Was brauche ich dafür? Brauche ich eigenes Wasser? Es gibt ja hier sehr viele landwirtschaftliche Grundstücke auf Mallorca, immer noch mit eigenen Brunnen. Und all das habe ich mir aufgeschrieben, habe es mir vorgestellt, habe darin gelebt, habe es gerochen, gesehen, geschmeckt, habe es gefühlt. Und im Frühjahr kam meine wundervolle Herzensfreundin Vivian zu mir und sagte, Sonja, ich kenne eine Frau, die hat ein Grundstück, ich glaube, das könnte zu dir passen. Ich kam hier an und dachte, okay, das ist aus meinem Kopf, aus meinem Herz, ins Leben gefallen. Irgendwer hat es für mich genau so erschaffen, wie ich es brauche. Ich habe durch meine Manifestation dieses Grundstück angezogen. Ich habe natürlich auch allen Menschen um mich herum davon erzählt. Ich habe darüber gesprochen. Ich habe darüber auch diskutiert, was brauche ich? Und viele meiner Freundinnen und Freunde haben auch ähnliche Vorstellungen. Wir haben gemeinsam erschaffen. Und alle, die herkamen, haben gesagt, wow, das sieht genau so aus, wie du es uns beschrieben hast in deinen Vorstellungen. Und genauso ist es mit so vielen anderen Dingen in meinem Leben. Ich überlege mir im Kopf und im Herzen, was brauche ich wirklich? Was will ich hier erleben auf der Erde? Wie will ich mich fühlen? Was empfinde ich als Erfolg? Was ist meine Berufung? Und lasse ich mich davon abhalten, weil zum Beispiel spirituelle Menschen kein Geld verdienen dürfen? Uralter Glaubenssatz, wir müssen alles verschenken. Wir dürfen auf keinen Fall einen Online-Shop haben. Oh Gott, so moderne Dinge. Ein spiritueller Mensch hat einen eigenen Online-Shop. Ich habe sogar zwei. So what? Lass dich von nichts und niemandem einschränken in deiner Manifestationskraft. Manifestation
Fängt im Herzen an, geht über den Bauch, dann in den Kopf und mit all unseren Sinnen. Ich habe gerade auch ein Video zum Thema Sinnlichkeit gemacht. Das gehört auch zur Manifestation, mit allen Sinnen zu kreieren. Dann bringen wir es ins Leben, beziehungsweise werden zu Magneten dafür und ziehen es zu uns. Ich war in den ersten 30 Jahren wirklich so krank, dass man mich als austherapiert angesehen hat. Bei allen Ärzten, wo ich war, und ich war bei sehr vielen Ärzten, wegen vieler verschiedenster Dinge, die mein Körper an Botschaft gesendet hat, an Schmerzbotschaft. Und auch da habe ich keine Grenze gekannt. Ich habe gesagt, wenn die Ärzte nicht weiter wissen, dann werde ich mich selber drum kümmern. Ich habe recherchiert, habe ganz tolle Menschen getroffen, die mir geholfen haben, gesund zu werden. Und ich bin heute gesünder, als ich es mir je hätte träumen lassen, weil ich ganz konsequent meinen Weg gegangen bin. Ich habe mich informiert, recherchiert, Bücher gelesen, Videos angeschaut, Menschen zugehört, die für mich ein gutes Vorbild waren in Sachen Gesundheit, in Sachen Ernährung, in Sachen Schönheit. Was ist Schönheit? Wie muss ich aussehen? Ich muss überhaupt nichts. Ich fühle mich heute in meinem Körper so wohl, wie ich es mir immer gewünscht habe. All das habe ich mir erschaffen. Auch mit Disziplin, Konsequenz und Hartnäckigkeit. Auch wenn Manifestation heute viel, viel schneller geht, weil wir mehr Energie haben, so ist es doch eine Frage der Konsequenz. Jeden Tag ins Tagebuch zu schreiben, wie fühle ich mich? Was brauche ich noch, um glücklich zu sein? Fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle? Und hartnäckig zu bleiben, auch wenn alle sagen, das wird niemals funktionieren. Das schöne Beispiel, das viele Coaches und Motivationstrainer immer wieder heranziehen, ist Walt Disney. Nehmen wir mal raus, was heute mit Walt Disney gemacht wird. Walt Disney als Mensch hat etwas Großartiges erschaffen und er hat einen riesengroßen Traum gehabt, Menschen glücklich zu machen, genau wie ich auch und wie viele, viele andere Künstler. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Und er ist zu vielen, vielen Banken gegangen. Ich glaube, es waren über 300 Banken, um einen Kredit zu bekommen, um seine ersten Träume umzusetzen. Er ist immer wieder abgelehnt worden und hat niemals aufgegeben. Und es gibt eine tolle Trainerin, die zum Film, zum Buch The Secret, das ja auch von Manifestation handelt, so ein tolles Teaching gemacht hat, Liza. Und Liza hat ihre Geschichte erzählt, wie sie als Schwimmerin, als Wettkampfschwimmerin unbedingt mal erfolgreich sein wollte. Und ihre Oma hat ihr gesagt, als sie nicht mehr weiter wusste, sie hat immer verloren, sie war immer die Letzte. Und die Oma hat ihr gesagt, Gewinner geben niemals auf. Wer aufgibt, gewinnt nie. Auch das war ein Motivationssatz, den ich mir wirklich zu Herzen genommen habe. Und ich habe immer weitergemacht. Und ich werde immer weitermachen. Und ich werde immer wieder etwas Neues erschaffen, weil es mir entspricht. Und du hast deine Wünsche und Träume, deine Lebensziele, deine Seelenziele hier auf Erden. Erschaffe sie. Erschaffe sie für dich selbst. Du musst niemandem etwas beweisen, es geht nur um dein Wohlgefühl. Und ich hoffe, dass dieses Sternentor dich motivieren kann, dass du noch tiefer eintauchst in deine Manifestationskraft. So, und jetzt zeige ich dir das Bild aus der Nähe und erkläre ein bisschen die Details. Hier ist also der Mensch in der Kugel. Und er hält das eigene Seelenlicht in der Hand und sendet quasi diese Energie in die Kugel und die Träume und Ziele und Wünsche sind dann jeweils diese verschiedenen Blasen. Und jede Blase hat eine eigene Farbe, weil es die Facetten der verschiedenen Wünsche, Träume und Ziele darstellt. Und wir alle haben diese vielen verschiedenen Bubbles um uns herum, aus denen dann tatsächlich irgendwann all die Dinge werden,
die wir uns für unser Leben wirklich wünschen, die wir brauchen. Gesundheit, Lebensfreude, Erfolg, Fülle, unsere Berufung zu leben. Und dies hier sind dann die Lichtsymbole, Lichtsprachesymbole der Botschaft, die ich vorhin vorgelesen habe. Und jedes Sterntor, wenn du sie dir anschaust auf meiner Webseite, hat dann eine eigene Kraft in den Symbolen. Einige sind sehr zart, sehr, sehr zahlreich. Andere sind eben wie hier etwas gröber, etwas größer und klarer. Und so hat jedes Sternentor dann quasi so eine eigene Qualität und seine eigene Leuchtkraft. Wie gesagt, du kannst dir die Botschaft anschauen auf meiner Webseite. Du kannst dich nochmal vertiefen, indem du dir auf meiner Webseite in der Galerie das Bild ganz in Ruhe anschaust und dir eben überlegst, was sind für dich deine Träume, deine Ziele, deine wahren, wahrhaftigen Wünsche und die Herzenswünsche, die echten Wünsche, nicht das kleine rote Auto oder das teure Gucci-Kleid oder Gott weiß was Abgehobenes, werden jetzt erfüllt. Das auch, vielleicht, wer weiß, wenn es dein tiefster Herzenswunsch ist, so what, also tu es. Aber es geht hier um echte Manifestation, die wir für uns machen und die wir auch für die ganze Welt machen. Denn wir sind hier gemeinsam, um auch das neue Zeitalter zu manifestieren. Am besten jetzt. Ich visualisiere für mich selbst, denn ich bin der wichtigste Mensch für mich selbst. Denn wenn es mir gut geht, kann ich dich inspirieren und kann tun, was ich liebe. Und dann manifestiere ich für die Welt. Mit meinen Bildern, meinen Worten, meinen Videos, auch mit meinen Träumen für eine schöne, gemeinschaftliche, friedvolle Zukunft. Und dazu lade ich dich auch ein. Manifestiere für dich und wenn du magst, für uns alle mit. Wir sind der Wandel und gemeinsam leuchten wir hell und stark mit unserem Seelenlicht. In Liebe, ganz viel Freude zu dir, ganz viel Liebe zu dir. Hier nochmal zwei Videos, die passend sind zu diesem und wir sehen uns bald wieder. Es gibt noch ein Channeling mit Erzengel Metatron zu diesem Manifestationsthema, das ich jetzt aufnehmen darf im Anschluss an dieses Video. Also, wir sehen uns. Bis bald, deine Sonja Ariel. Ciao.